Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cattle and Crops hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, sitze ich im Glas-Mähdrescher und ich habe mir den jetzt gerade ausgeliehen. Wir haben jetzt den 23.07. und es ist aktuell Zeit für die Gerste-Ernte. Ich habe mich im Internet und mithilfe von Freunden und Bekannten mal etwas auf die Suche gemacht nach den richtigen Erntezeiten und da sind wir ja irgendwie bei Mitte, Ende Juli rausgekommen. Ich muss mal auf die rechte Seite fahren. Genau, und da greifen wir jetzt an. Wir haben insgesamt Feld 3, Feld 16 und Feld 22 abzuernten. Wie gesagt, den Drescher habe ich mir gerade geliehen und der erste Weg führt zur Tankstelle, weil wir gerade nur noch 13, ich denke mal, das werden Prozent sein, genau 99 Liter drin haben und es ist einfach zu wenig, um die Ernte zu starten. Die Autos hier, seht ihr ja selbst, dass die keine Textur haben. Das ist mit dem 0220 Update, ich sag mal so, geschehen. Ist etwas schade, aber ja, damit können wir leben. Es hat leider allerhand Bugs verursacht, das Update. Also von Vertauschen der Lenkung und Gas und Bremse beim Ändern der Fahrtrichtung. Das ist übrigens überragend, das. Habt ihr jetzt vielleicht nicht gesehen. Aber selbst die Tanknadel ging gerade hoch. Sehr cool. Ja, also das Ändern der Fahrtrichtung verändert auch die Lenkung. Da müssen wir halt mal ein bisschen gucken. Das wird vielleicht etwas stressig, aber auch aushaltbar. Wie gesagt, wir machen hier Feld 3, dann das kleine, das müsste Feld 16, Feld 22. Ich weiß gar nicht, eins von den beiden ist es noch. Jetzt fahren wir erstmal noch hier hoch. Da ist schon unser Hofschlepper. Ich habe mir überlegt, ich werde dann noch einen Abfahrer einstellen, der dann das Getreide in unser Lager bringt am Hof. Sie kriegt dann noch hier die Rundumleuchte einschalten. In unser Getreide am Hof bringt, damit wir das dann im Winter separat verkaufen können, weil in der Changelog auch stand, dass quasi mit, also im Winter ist halt das Getreide teurer, bringt dann dementsprechend auch mehr Geld ein. Und wir wollen natürlich wirtschaften, wir haben aktuell bloß noch 62.569 Euro. Ist jetzt nicht die Welt. Die Bullen brauchen noch 4 Monate, wollte ich so ungefähr lassen. Der älteste ist jetzt, also wir haben zwei, die haben 1, also ein Jahr, 2 Monate sind die alt. Das ist mir noch zu jung. Ich wollte sie ja mindestens 18 Monate auf dem Hof lassen. Das ist jetzt allerdings beobachtet, der quasi älteste, der bringt 2.225 Euro und aktuell nicht mehr. Dann müssen wir halt mal schauen, ob da noch Luft nach oben ist, ob da noch was geht oder ob dann wirklich nach einem Jahr und 2 Monaten finanziell das Maximum erreicht ist. Und falls ihr euch wundert, warum es gerade hier so dunkel ist, das Wetter wurde wohl auch angepasst, also es zeigt jetzt oben links in der Leiste das richtige Wetter an. Es ist stark bewölkt, kurz vor Regen. Die vorhergehenden Tage war es relativ trocken, wir werden natürlich dann nochmal schauen, welches Feld am trockensten ist, um einfach mit dem zu beginnen, nicht dass wir hier unseren Drescher einfach versenken. Und genau, wie gesagt, es sind einige Bugs leider hinzugekommen. Das wird höchstwahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, ist Sonntag gegen 12. Also wenn ihr es seht, wenn es online geht. Und ich vermute mal, spätestens am Mittwoch wird das erste
Hotfix erscheinen, was vielleicht die ersten groben Fehler verursacht. Und ich sehe hier auch gerade schon den nächsten, wenn ihr, ich zeige euch das mal kurz, was ich meine. Hier, mein Maus-Pfeil. Die hier, die sind ja eigentlich relativ dünn, aber wenn man hier so schräg drauf guckt, bilden die ja genau so einen komischen Schatten. Das habe ich bei allen Glastexturen. Das ist auch hier beim Schriftzug. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es steht im Bugtracker mit drin. Ist jetzt nur optische Natur. Ist nicht ganz so problematisch. Den. So, und jetzt schalte ich in den Rückwärtsgang und ich lenke jetzt nach rechts und ihr seht, das Lenkrad dreht sich nach links. Und jetzt muss ich auf meine Bremse drücken, damit der Drescher auch rückwärts fährt. Ist etwas, nennen wir es mal, gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke, das ist etwas, was ganz oben in der Backliste steht. Deswegen kommen wir einfach mal klar damit. Ja, was gibt es noch Neues zu erzählen? Ich bin euch unheimlich dankbar für die vielen neuen Abonnenten, die vielen Likes. Und ich hatte ja schon in einem meiner letzten Videos gesagt, dass es immer mehr Spaß macht, wenn ihr dann auch in die Kommentare schreibt, Fragen stellt und wenn ich die beantworten kann, macht es natürlich, also muss ja wieder auf die andere. Umso mehr Spaß. Wow. Gas und Bremse vertauscht. Tja, das kommt dann dabei raus. Gut. Jetzt werden wir erst nochmal schnell bevor. Jetzt habe ich rausgetappt. Im Besitz. So, Feld 3. Gepflügt. Keine Feuchtigkeit 0%. Oben und in der Tiefe 44. Gucken wir uns mal Feld 16 an. 0 und 44 und Feld 22. Das ist sogar das feuchteste. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich mit dem größten. So. Jetzt werde ich erst noch schnell vorher Handbremse anziehen und ne, den Anhänger an den Schlepper hängen. Der wird dann, wie gesagt, unseren Abfahrer machen. Ich fahr gleich mal hier mit offener Tür. Ja, wie gesagt, es macht immer mehr Spaß, desto mehr, ich sag mal, Aktivität auch von eurer Seite kommt. Und es ist einfach nur klasse. Also ich mache es unheimlich gern. Ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, wenn es nicht ganz so regelmäßig wird, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder wie ihr euch das vielleicht wünscht, das liegt halt einfach daran, ich gehe auch arbeiten, ich mache das nur halt nebenbei. Dann suchen wir noch eine Wohnung. Ist halt allerhand, was gerade erledigt werden muss. Und da gelingt es mir nicht immer. Und ich hoffe, ihr seht mir das nach, aber ich denke, bisher klappt das ja ganz gut. Und weil ich das hier gerade sehe, das ist ein weiterer Bug. Ihr habt ja gerade gesehen, dass ich hier den Fixpunkt gesetzt habe. Und der ist jetzt auch wieder heruntergerutscht. Jetzt gehe ich mal aus der Kamera raus. Und wenn ich die wieder aufmache, springt er einfach irgendwo anders hin. Achso, wir müssen den natürlich noch starten. Das machen wir gleich mal so. Halt. Was ist denn hier los? Na? Okay, der fährt jetzt gerade gar nicht los. Hier auf meine
Jetzt geht's. Ist ja gut. Gut. Unser Helferkollege fährt den selbstständig da zum Feld 3. Wir lassen hier auch den Autopiloten fahren, weil wir dann in der Zwischenzeit mal eine Aufgabe erstellen, in der wir uns selber einfügen werden. Das ist ja mit dem vorletzten Update hinzugekommen. Dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. Ernte, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich das eintrage. Ich muss noch kurz nach außen gucken hier. Aber okay, das scheint ganz gut zu klappen. Der Mähdrescher, das habe ich auch festgestellt. Ich muss doch nochmal kurz was anderes zeigen. Wir nähern uns jetzt den 30 km/h. Okay, er fährt mit 30 km/h. Ich habe es gestern schon mal getestet. Und davor wirklich weit über 40. Also wirklich weit über 40. Und das ist einfach zu viel. Das sollte auf jeden Fall auch nochmal das nachgebessert werden. Was auf jeden Fall jetzt funktioniert, ist der Tempomat mit 5 km/h. Das ist perfekt zum Ernten. Aber jetzt machen wir uns erstmal hier ran. Achso, wir haben ja noch. Moment, müssen wir noch einen zurückgehen. Brauchen natürlich erstmal noch. Gucken wir mal hier. George Sieger. Schon etwas lebensälter. Ich habe jetzt die Maschinen für 9 Stunden geliehen. Das mache ich mit dem Helfer genauso. Ich habe gerade mal einen Blick oben auf meinen Pfeil geworfen. Den vergesse ich ja auch gerne. Aber jetzt erstellen wir eine Aufgabe. Ich hoffe, das klappt, wenn wir drin sitzen. Ist auch noch so eine Sache, die man mal rausfinden kann. So, fangen wir erstmal mit dem an. Der soll den Arion fahren mit dem Strautmann. So. Und zwar soll er das auf Feld 3 tun. Die Entladestation soll Farm Silo. Das ist jetzt natürlich, hier gibt es, das ist auch neu. Farm Unload Crops. Das klingt doch wie unser Ziel. Und das Ziel nach der Ernte. Da wurde auch schon mehrfach geschrieben, dass das hier schön wäre, wenn man die dann einfach zum nächsten Feld schicken könnte. Wird höchstwahrscheinlich auch kommen. Aber das wird ein bisschen auf sich warten lassen. So, fahre ich als nächstes. Das Gespann ist natürlich der Tucano. Dem und das Transportanhänger. Das speichern wir mal so. Nehmen das mal als Vorlage. Ernte mit einmal Helfer. So, dann können wir das als. Wir überschauen das nochmal kurz. Sofort soll das beginnen. Ja, Vorgewende. Na, brauchen wir nicht, weil wir fahren ja den Drescher selbst. Speichern wir das mal als Vorlage. Achso, dann haben wir jetzt. Datum ungültig. Datum ungültig. Wir haben jetzt den 23.07. Machen wir mal sofort. Wir schauen einfach mal, ob das so funktioniert. Wir sind jetzt auch am Feld angekommen. Der Abfahrer steht auch schon bereit. Könnt ihr unten in der Minimap sehen. Und ich würde sagen, im nächsten Teil fangen wir dann, oder in der nächsten Folge, fangen wir dann an mit der Ernte. Die Vorbereitung ist natürlich manchmal mehr oder weniger nervig, sage ich mal. Aber bleib stehen. Gott nochmal.
Mann, oh Mann. Gut. Jetzt müssen wir natürlich mal kurz. Nee, wir fahren rechts dran vorbei. So. Ja, wie gesagt, die Vorbereitungen sind natürlich manchmal etwas langwierig, aber es gehört halt zum Landwirtschaftsleben dazu. Doppelte der Helfer weiter von der Schlinge. Ich steige aus. Und wie gesagt, in der nächsten Folge starten wir genau an dieser Stelle und beginnen mit der Ernte. Hoffen, dass unsere Einstellung mit dem Helfer geglückt ist. Und jo, ich danke euch fürs Zusehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.